Ja, gut, das geht, das ist super. So mit Hilfe des Ballons, den man da gewaschen hat. Ich werde diesen merkwürdigen luftgefüllten Kürbis benutzen, um den Spiegel daraus zu ziehen. Ihn von Hand zu schleppen wäre zu anstrengend. Ja, die Öse im Spiegelrahmen ist ganz nützlich. Da kann ich den Fuß des Kessels einhängen. Ja, vor allem für dich, gell? Für dich ist das sehr, sehr nützlich, mein guter Olaf. Musst du nicht so viel arbeiten. Der Junge hat's echt drauf. So, jetzt muss ich nur noch das Gewicht aus dem Kessel nehmen und... Oh, hast du schon gemacht. Ab nach oben. Und er muss nichts tun. Das ist wie ein Flaschenaufzug, sehr praktisch. Und nun steht er hier... Der ist zu groß, ich lasse ihn erstmal hier. Ja, tu das. Gut, wo war jetzt der Wal? War jetzt der Wal noch gleich? Jetzt muss ich da wieder zurückgehen. Stimmt ja, zum Walemann. Gehen wir da wieder rein. Und dieses Vieh klaut uns jetzt auch nicht mehr. Diese lila Kacke oder was es ist. Genau so machen wir das. So, jetzt wären wir auch gleich beim Wal. Ach, das ist einfach ein schönes Bild hier. Gefällt mir sehr gut. So, lieber Herr Wal. Ich hab da was für dich. Nämlich den Spiegel. Jetzt kriegen wir gleich Ärger. Ich bringe den Spiegel hierher. Der scheint sich prächtig zu amüsieren. Echt? Gefällt ihm? Ich wüsste nicht, worüber ich mit ihm reden sollte. Aha. Ich wüsste nicht... Aha. Ich wüsste nicht, worüber ich mit... Ja, In den Büchern meines Vaters werden diese Fische Wale genannt. Es sind nicht wirklich Fische, da sie, wie wir Menschen, durch Lungen atmen und ihre Jungen säugen. Ja. Daher sind es wohl eher Tiere wahrscheinlich. Gut, vielleicht kann der komische Krebs was mit dem Dings da anfangen. Mit dem Farbklumpen. Das sieht echt heiß aus. Der Schild. Das ist super. Vielleicht mag der das? Zeig mir, was du da hast. Ah, Lachspuckerköder. Ein echter Leckerbissen. Schade, dass man da so schwer rankommt. Jetzt hast du ja einen. Da bitte. Nenn guten. Eine Delikatesse. Weißt du, dass der Lachspucker dieses Ding als Köder für kleine Fische verwendet? Die bleiben an ihm kleben und fallen dann mit ihm zurück ins Maul. Und weil die wählerische kleine Biester sind, muss dieser Köder schon etwas ganz Besonderes sein. Freut mich, dass es dir schmeckt. Kann ich dir jetzt ein paar Fragen stellen? Aber gewiss, gewiss, junger Mann, frag nur. Cool. Ja, den werden wir löchern. Weißt du etwas über den Tempel hier in der Nähe? Oh, wenn ich dir alles erzählen würde, was ich über seine Geschichte weiß, säßen wir ewig hier. So viel Zeit habe ich leider nicht für dich. Alles, was ich dir sagen kann, ist, dass die Nautisianer und die Titanen den Tempel gemeinsam erbaut haben. Das war der letzte Versuch, einen Krieg um das Artefakt zu verhindern. Aber das Artefakt verschwand kurz nach Fertigstellung des Tempels aus seinem Schrein. Und beide bezichtigten sich gegenseitig des Diebstahls. Ein Krieg, der beide Reiche zerstörte, brach kurz darauf aus. Das ist traurig. Solche Dinge geschehen im Laufe der Geschichte. Immer wieder. Ja, weil die Leute nicht aus ihren Fehlern lernen. Weißt du irgendetwas über das Artefakt, das im Tempel ausgestellt war? Nur, dass es sehr selten war und dass es magische Kräfte besaß. Ich habe keine Ahnung, was für Kräfte das waren, aber ich bin sicher, dass es das nicht wert war, darum zu kämpfen. Hast du je von einem Nautisianer namens Apidulas gehört? Ja, ich weiß, wer er ist. Er ist ein Wassermann, der die Armee der Nautisianer gegen die Titanen angeführt hat. Warum, fragst du? Ich würde ihn gern finden. Da kann ich dir nicht helfen. Seit Jahren hat niemand mehr von ihm gehört. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt? Tja. Ein junger Wal hat mir von einem magischen Juwel erzählt, das einst Apidulas gehörte und ihm Kraft gab. Ja? Ich dachte, ein so weiser und kultivierter Krebs wie du könnte etwas darüber wissen. Wir Krebse haben uns nie viel aus Juwelen gemacht. Eitelkeit ist das Privileg der Menschen. Seien sie nun an Land oder unter Wasser.
Das hat er jetzt schön formuliert, oder? Eitelkeit ist das Privileg der Menschen. Das gefällt mir. Kennst du den Wasserdrachen, der am Grund des Grabens lebt? Jorgen? Natürlich! Er ist einer der letzten Meerestitanen. Titanen? Ich finde, er sieht gar nicht so groß aus. Das stimmt, er ist nicht sehr groß. Aber seine Kraft war früher gewaltig. War früher? Er ist kein Stubenkütten mehr. Soweit ich weiß, ist er sogar älter als ich. Oh, und das will wahrscheinlich was heißen. Weißt du, wie man Mjörgen besiegen kann? Warum willst du so etwas tun? Er hat ein magisches Objekt, das ich brauche. Und ich bezweifle, dass er es mir gibt, wenn ich nur freundlich danach frage. Gehört dieses Objekt dir? Nein, aber ihm gehört es auch nicht. Dabei will ich dir lieber nicht helfen. Er ist ein Drache, eine Bedrohung für seine Umgebung. Inwiefern eine Bedrohung? Naja, ich schätze, ein Monster dieser Größe frisst sehr viel. Ich habe Walskelette vor seiner Höhle gesehen und die andere armer Kreaturen, die er verspeist hat. Na und? Ich zum Beispiel esse Fisch. Wie sieht's mit dir aus? Ich bin tatsächlich ein Fischer. Also warum sind wir dann etwas Besseres als Mjörgen, verdammt nochmal? Mjörgen hat ein Schiff mit guten Männern an Bord versenkt, um das magische Objekt zu stehlen. Tatsächlich? Was macht ihr Menschen denn, wenn ein Tier oder ein Wesen in euren Garten, euren Weinberg oder Hain spaziert? Das ist doch etwas völlig... Nein, das ist nichts anderes. Und genau das hat Mjörgen auch getan. Soviel ich gehört habe, hat Mjörgen die Männer sogar gewarnt. Sie haben es verdient. Das ist aber doch ziemlich grausam, findest du nicht? Die Welt ist grausam und das Meer ganz besonders. Ja, da kennt er sich wahrscheinlich auch aus und im Prinzip... Ah, hat er doch recht, oder? Er hat dich sogar gewarnt. Also bitte. Was hältst du von der Venusmuschel, die hier in der Nähe wohnt? Ist dir aufgefallen, dass es keine Fische in ihrer Nähe gibt? Keine Quallen und keine Seepferdchen? Oder andere Lebewesen, die sich frei bewegen? Jetzt, wo du es erwähnst? Das kommt daher, dass Veljana einfach unerträglich ist. Oh ja. Sie lässt nichts und niemanden in Frieden. Sie muss immer irgendjemanden runtermachen. Im Moment sagt sie nicht viel. Wie kommt's? Hat sie schon wieder Maulsperre? Das geschieht ihr recht. Da haben wir ein paar Tage Ruhe vor ihr. Der kennt die ziemlich gut, oder? Wir könnten glatt verheiratet sein. Ich habe der Venusmuschel versprochen, dass ich ihr helfe. Bei allen Göttern! Bist du verrückt? Naja, ich gebe ja zu, dass sie etwas anstrengend ist. Etwas anstrengend? Die war noch keinen Tag in ihrem Leben auch nur annähernd freundlich. Jetzt übertreibst du aber. Nicht viel, glaub mir. Ich habe ein paar Jahre mit ihr zusammengelebt und ich weiß, wovon ich rede. Warum hast du es dann so lange mit ihr ausgehalten? Ich hatte meine Gründe und die behalte ich für mich. Wie du willst. Aber wenn du sie so gut kennst, dann weißt du vielleicht, wie sie ihre Maulsperre wieder los wird. Die geht in ein paar Stunden von alleine wieder weg. Und bis dahin genießen wir etwas Ruhe und Frieden. Ich will mich aber jetzt mit ihr unterhalten. Ich sehe nicht ganz ein, warum. Aber mir ist es im Prinzip auch egal. Ich verschwinde eh bald von hier. Es gibt verschiedene Methoden, eine Maulsperre zu kurieren. Einen Zitteraal zu fangen, wäre die einfachste. Ah. Ein Zitteraal? Das ist ein Fisch, der so etwas Ähnliches wie Blitze abgibt. Die Gelehrten nennen das elektrische Entladung. Ich bezweifle, dass du je davon gehört hast. Jedenfalls ist das genau die Behandlung, die Veljana verdient hat. Oh, aber ich dachte, der kennt ihn nicht länger als 10 Minuten. Hat er wohl ein bisschen gemunkelt, der gute Krebs. Wie fange ich ein Zitteraal? Das ist wohl zu schwer für dich, was? In Ordnung, ich gebe dir einen Rat. Oh, weißt du, wie Vogelfänger an Land Zeisige und andere kleine Vögel einfangen? Sie nehmen ein klebriges Stück Stoff und streuen Körner darauf? Genau so fängt man auch Zitterale. Du brauchst nur einen Lachspuckerköder anstatt der Körner. Zitterale sind verrückt danach und sie spüren seine Anwesenheit schon von Weitem. Aber was benutze ich unter Wasser als Klebstoff? Die Lebewesen, die hier im Sand herumrollen, scheiden eine klebrige Substanz aus, wenn man sie ärgert. Sie sehen ein bisschen wie Gurken aus, also nennt man sie Seegurken. Jetzt weißt du, woher du Köder und Klebstoff bekommst. Eine Falle wirst du ja noch selber zustande bringen. Ich werde mir was ausdenken, danke. Bis später. Das wird wohl unsere nächste Aufgabe sein. Aber erst nach einem kleinen Päuschen. Also,
liebe Leute, macht's gut und ja, bleibt Olaf gewogen. Er wird's euch danken. Bis dann. Tschüss.